Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Tastenmusik, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem nächsten Video begrüßen. Das Video heute schließt an die Reihe mit Präludien und Fugen aus dem wohltemperierten Klavier, die ich ja vor einiger Zeit hier präsentiert habe. Diesmal allerdings mit einer Kombination aus Präludium und Fuge aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Und zwar mit Präludium und Fuge in Fis-Moll, Bach-Werkverzeichnis 883. Das Präludium schauen wir uns zunächst im Weiteren mit dem Schwerpunkt auf zwei Aspekte genauer an. Und zwar auf der einen Seite der erste Aspekt, die Satzweise, die Kompositionstechnik, mit der Bach dieses Präludium komponiert hat. Und ein zweiter Aspekt wird dann die Form bzw. der Formverlauf, in dem dieses Präludium steht, sein. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass sich die musikwissenschaftliche Literatur uneinig ist und dieses Präludium sowohl als eine Sinfonia, also als eine dreistimmige Invention, als auch ein Sonatensatz oder gar als ein Andante, also als einen langsamen Mittelsatz eines instrumentalen Konzerts bezeichnet hat. Dieser Satz, dieses Präludium, ist also nicht so leicht zu fassen und entzieht sich einer in unserer Zeit doch so beliebten, einfachen Kategorisierung und einer leichten Beschreibung. Ich persönlich finde solche Werke gerade deshalb besonders interessant. Kommen wir zum ersten Aspekt der Satzweise dieses Präludiums. Festzuhalten ist, dass der Satz, die Struktur, fast durchgängig dreistimmig ist. In Takt 30 unverkennbar eine Reprise einsetzt und, wie es im weiteren Verlauf mit einem reizvollen Wechselspiel zwischen ständig sich abwechselnden Motiven zu tun haben, die sich allerdings alle aus den ersten beiden Takten ableiten lassen. Die prägnantesten Motive schauen wir uns deshalb jetzt ein bisschen genauer an. Motiv A. Der synkopische Quartfall Fiszis, also genau das Anfangsmotiv, die ersten beiden Töne. Fallende Quarten, noch dazu in Mollstücken, assoziieren etwas Tröstliches und sind Ausdruck einer besonderen Sensibilität. Übrigens etwas, das auch der Tonart Fis-Moll zugeschrieben wird. Dieses Motiv, dieser Quartfall, durchzieht das gesamte Präludium. Übrigens auch in seiner rhythmischen Verkleinerung, also aus Achtel, Viertel, wird 16. Achtel und ist somit allgegenwärtig. Motiv B. Das zweite wichtige Motiv ist das Triolenmotiv, das sich unmittelbar an den Quartfall anschließt und den Gegenpol, also das fließende, vorwärts drängende Element, zum stockenden, aufhaltenden, eben synkopierten Quartfall bildet. Wie Motiv A tritt dieses Motiv ebenfalls ständig auf und auch die Überleitung in Takt 29 zur Reprise bedient sich dieses Triolenmotivs. Das dritte, Motiv C. Ein Sechzehntelmotiv, welches zwar weniger bedeutend und quasi so ein bisschen unter dem Radar läuft, ist dennoch für die Konstruktion des Satzes nicht unerheblich. Bildet es doch in Takt 2 den Kontrapunkt zum Quartfall und wird im weiteren Verlauf des Präludiums Teil von Sequenzen. Wie zu erwarten, tritt es auch innerhalb der Reprise ein letztes Mal auf. Und einmal die komplette Oberstimme der ersten Takte mit den drei Motiven. Diese drei Motive sind für die Konstruktion des gesamten Präludiums am bedeutendsten
und bestimmen ganz maßgeblich die Satzweise, die sich wohl am ehesten als dreistimmiger imitatorischer Oberstimmensatz beschreiben lässt. Denn die Bassstimme ist ja am thematischen Geschehen eigentlich nicht beteiligt, sondern hat eine reine Generalbassfunktion. Durch die vielfältige Verbindung und immer wieder neue Kombination von Quartfall, Synkope, dann diesem Triolen-Drehmotiv und der Sechzehntelfiguration erreicht Bach eine sowohl sehr sprechende als auch galant anmutende Wirkung. Kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt und schauen uns den Formverlauf ein bisschen genauer an. Der Formverlauf dieses Fis-Moll-Präludiums lässt sich als eine Reihenform mit freier Reprise beschreiben. Der mit der vorklassischen Sonatenform, zum Beispiel eines Carl Philipp Emanuel Bach oder auch früher Sonaten von Joseph Haydn, zumindest mal vergleichen lässt oder doch zumindest stark an diese Sonatenform angelehnt erscheint. Und dafür darf ich Ihnen den Formverlauf dieses Präludiums einmal einblenden und wir schauen ihn uns ein bisschen genauer an. Der Formverlauf gliedert sich in vier Teile mit einer anschließenden Coda. Teil A in den Takten 1 bis 11 mit den drei Motiven A, B und C. Der B-Teil von Takt 12 bis Takt 20 beginnt analog zu Teil A, jetzt aber in die Dominante versetzt, also in die fünfte Stufe. Nach Sequenzen moduliert dieser B-Teil nach A-Dur, also in die dritte Stufe. Der C-Teil von Takt 21 bis 29 ist ein durch Sequenzen dominierter Teil, der nach einer Modulation zur Dominante Cis inklusive eines fermaten Akkordes mit einer Überleitung anhand des Triolenmotives die Reprise A' einläutet. Wie dieser Fermatenakkord und die Überleitung sich anhört, das werde ich Ihnen jetzt kurz vorspielen. Dann haben wir Teil A', Takt 30 bis 39, erscheint zunächst wie eine ganz normale Reprise, wird allerdings sehr schnell harmonisch, ich darf sagen auffällig oder ungewöhnlich, und kehrt mit Hilfe eines sogenannten neapolitanischen Sextakkordes zur Tonika zurück. Der neapolitanische Sextakkord oder oftmals auch einfach nur als Neapolitaner bezeichnet, stammt aus der barocken neapolitanischen Oper. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er auf der Moll-Subdominante, also auf der vierten Stufe einer Molltonart, vorkommt. Charakteristisch für ihn ist die kleine Sechste statt der eigentlich zu erwartenden Quinte über dem Subdominant-Grundton. Mit dieser kleinen Sechste kommt zugleich ein leichter fremder Ton in die Tonart. In unserem Falle, also anstatt H, D, Fis, also vierte Stufe von Fis-Moll, H, D, Fis, H-Moll, haben wir nicht H, D, Fis, sondern die kleine Sechste H, D und G. Und dieser Ton G ist ja in der Fis-Moll-Tonleiter eigentlich gar nicht vorgesehen. Er ist also ein leichter fremder Ton. Wie sich das anhört, das werde ich Ihnen jetzt kurz vorspielen. Und zwar einmal eine Fis-Moll-Kadenz mit dem ganz normalen Subdominantklang, also mit der Quinte, und dann danach einmal die gleiche Kadenz, aber mit solch einem Neapolitaner. Und das dritte Tonbeispiel, das wird dann entsprechend der Stelle aus diesem Präludium, aus diesem Fis-Moll-Präludium von Bach sein.
Wie vorhin schon erwähnt, erhält der Satz seine, ich darf sagen, zarte Lebendigkeit, seinen unablässigen rhythmischen Fluss durch den ständigen Wechsel und das Ineinandergreifen, diese Verzahnung von duolischem und triolischem Rhythmus bzw. Figuren. Kommen wir noch zu einem weiteren Aspekt, den ich ja auch schon angekündigt habe, nämlich die Unterschiede zwischen Präludien aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers und denjenigen aus dem zweiten Teil. Dieses Fis-Moll-Präludium geht in mancher Hinsicht über die Mehrzahl der Präludien aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers hinaus. Die Satzweise mit imitatorischem Oberstimmensatz und dem an die Sonatenform angelehnten Formverlauf finden wir so im ersten Teil des wohltemperierten Klaviers noch nicht. Bach sucht also förmlich nach Möglichkeiten, nach Perspektiven an Kompositionen und Kompositionstechniken, die über seine Zeit hinausführen. Im ersten Teil ging es noch mehr darum, vorhandene Formen und Kompositionstechniken, also beispielsweise die Komposition solch eines Klangflächenpräludiums, auf diesen Aspekt bin ich ja in den anderen Videos zum Teil ausführlicher eingegangen, also diese Formen und Kompositionstechniken in Bachs eigene Tonsprache zu übertragen bzw. zu übersetzen. Gerade dieses Fis-Moll-Präludium erinnert aber ja eigentlich schon fast an seinen Sohn und Kompositionen, Sonatenkompositionen seines Sohnes Karl Philipp Emanuel Bach. Führt also förmlich über Bachs eigene Zeit hinaus. Das Gewicht, und wir können es einfach mal an der Länge an Takten festmachen, der Präludien nimmt im zweiten Teil zu und sie werden gleichberechtigte Partner der Fugen. Im ersten Teil ist es eher noch so, dass diese Präludien eine Art Vorspiel für die sich dann anschließende Fuge sind. Und zwar Vorspiele im Sinne des 17. Jahrhunderts. Diese Vorspiele stellten also die Tonart, den Tonraum vor. Häufig natürlich sogar noch in improvisierter Form. Und die Vorstellung des Tonraumes und der Tonart, in dem ein Stück komponiert ist, geht natürlich besonders gut mit solch einem Klangflächenpräludium. Und dieser Aspekt der Unterschiede zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers, das wird auch nochmal in den dann sich jetzt anschließenden Videos immer mal wieder ein Thema sein. Zwischen Präludium und Fuge gibt es eine motivische Verknüpfung, in dem nämlich der synkopische Quartfall, also dieses erste Motiv A, des Präludiums im ersten Thema der Fuge durch einen nicht weniger ausdrucksstarken Quartsprung aufwärts beantwortet, könnte man fast sagen, wird. Aus dem Motiv Fis Cis im Präludium wird in der Fuge Cis Fis. Eine Quarte abwärts, eine Quarte aufwärts. Der Bach-Forscher Martin Geck spricht von zwei unterschiedlichen Geschwistern zwischen Präludium und Fuge. Nicht etwa polaren Gegensätzen, die beide Sätze miteinander verbinden. Und weiter schreibt er, ist das Präludium nicht nur Ausdruck, also im Sinne von galant, sondern auch Struktur, was ich ja versucht habe, vorhin ein bisschen näher zu erläutern. So ist die Fuge nicht nur Struktur, was im Prinzip eigentlich jede Fuge ist, sondern sie ist gleichermaßen auch Ausdruck. Ein, wie ich finde, sehr passendes Bild. Die Struktur dieser Fuge ist in der Tat etwas komplizierter und darum kümmern wir uns jetzt. Wir haben es nämlich mit einer echten Trippelfuge, übrigens der einzigen im kompletten wohltemperierten Klavier, zu tun. Also mit einer Fuge mit drei Themen. Diese drei Themen bekommen zunächst jeweils eine eigene Exposition, bevor sie anschließend mit dem bzw. den vorangegangenen Themen kombiniert werden. Die drei Themen sind vor allem aus rhythmischer Sicht so unterschiedlich und prägnant, dass sie ohne Probleme zu unterscheiden sind. Bach konzentriert sich in dieser Fuge auf die Kombinierbarkeit dieser so verschiedenartigen Themen und verzichtet auf die Komposition jeglicher Kontrasubjekte. Im Schlussabschnitt dieser Fuge erscheinen alle drei Themen
in drei unterschiedlichen Kombinationen, sodass sie je dreimal erklingen, aber nur der Bass der Reihe nach jedes Thema präsentiert. Hört sich kompliziert an und deshalb schauen wir uns jetzt den Aufbau und die einzelnen Themen dieser Fuge im Detail genauer an. Zunächst haben wir den A-Teil von Takt 1 bis Takt 20. Die Durchführung, eine Durchführung als Exposition des ersten Themas mit dem Schluss mit der Kadenz auf der dritten Stufe, also auf A-Dur. Ich spiele Ihnen einmal dieses erste Thema vor. Dann haben wir den B-Teil, Takt 20 bis Takt 36, der jetzt aus zwei Durchführungen besteht. Nämlich natürlich einmal die Exposition des zweiten Themas und dann in der dritten Durchführung die Kombination der ersten beiden Themen. Ich spiele Ihnen jetzt einmal diese Kombination zwischen dem ersten und zweiten Thema vor und davor natürlich das zweite Thema alleine. Dann der C-Teil von Takt 36 bis Takt 70, also bis zum Schluss. Auch dieser besteht wieder aus zwei Durchführungen. Zunächst die vierte Durchführung, die jetzt natürlich die Exposition des dritten Themas darstellt. Und dann die fünfte Durchführung, in der alle drei Themen miteinander kombiniert werden. Und zwar mit Hilfe des dreifachen Kontrapunkts der Oktave. Was es mit diesem dreifachen Kontrapunkt auf sich hat, darauf bin ich im Video zum Präludium und der Fuge in A-Dur aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers ein bisschen ausführlicher eingegangen. Und auch das nächste Video darauf darf ich schon hinweisen, das wird sich dann mit Präludium und Fuge in As-Dur aus dem zweiten Teil beschäftigen. Da werde ich auch nochmal sehr ausführlich auf diese Kombinationsmöglichkeiten des dreifachen Kontrapunkts eingehen. Sie sehen jetzt hier die drei Möglichkeiten, die Bach in dieser Fuge verwendet. S bedeutet natürlich Sopran, M bedeutet Mittelstimme und B bedeutet Bass. Das erste Auftreten aller drei Themen bedeutet also, dass im Sopran das Thema 1 kommt, in der Mittelstimme das zweite Thema und im Bass das dritte Thema. Und bei den beiden weiteren Auftreten wird das jeweils miteinander vertauscht. Und man kann jetzt auch erkennen, dass die Bassstimme unten 3, 1 und 2 hat. Das heißt, die Bassstimme ist die einzige Stimme, die alle drei Themen spielt. Und ich spiele Ihnen jetzt zum Schluss die Kombination aller drei Themen vor. Und zwar so, wie sie kurz vor Schluss als letzte Kombination auftaucht. Das heißt, der Bass hat das zweite Thema, die Mittelstimme hat das dritte und der Sopran das erste Thema. Wenn wir uns noch die Längenverhältnisse der Teile A, B und C zueinander anschauen, sieht man, dass sich ein sehr logisches Verhältnis von A plus B gleich C ergibt. Das dritte Thema beginnt also genau in der Mitte der Fuge. Die Fuge darf man mit Recht als eine Steigerungsfuge bezeichnen, die insbesondere mit der Einführung des dritten Themas, dieses Jahr in 16 laufenden Themas, den Ablauf und die Bewegung vorantreibt bis zur dreifachen Kombination aller drei Themen in der letzten Durchführung
kurz vor Schluss. Erstaunlicherweise, vielleicht kann man auch sagen glücklicherweise, nehmen wir beim Hören diesen niemals abreißenden Klangstrom, diese Verbindung von motivischer Dichte der drei Themen und dem daraus resultierenden rhythmisch-melodischen Fluss wahr. Und gar nicht so sehr das ja ach so kunstvolle Konstrukt einer Trippelfuge. Kennzeichen dieser motivischen Dichte ist natürlich, dass es wenig nicht-thematisches, also wenig bis kaum Zwischenspiele gibt. Jede der drei Stimmen hat Bedeutung. Keine ist einfach nur in Anführungsstrichen Kontrapunkt oder Begleitstimme. Oder darf gar stärker als eine andere hervortreten. Dieses Hervortreten einzelner Stimmen ist etwas, das übrigens mit dem Wesen einer Fuge, zumindest nach barockem Verständnis, absolut gar nichts zu tun hat und diesem Wesen der Fuge sehr widerspricht. Das ist eine moderne Vorstellung, dass wir Themen herausarbeiten, herausmeißeln, könnte man fast sagen, müssen. Das hat mit dem barocken Verständnis wenig bis gar nichts zu tun. Wir haben es vielmehr mit einem, wir würden das fast als Gespräch bezeichnen, zwischen in diesem Falle drei Personen, die ihre gleichen, gleichgewichteten Argumente austauschen und eben miteinander diskutieren. Viel Vergnügen und Freude mit Präludium und Fuge in Fis-Moll aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach.
Ich hoffe sehr, dieses Video hat Ihnen gefallen und darf Ihnen empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Dann bekommen Sie immer eine Nachricht, wenn hier ein neues Video erscheint. Als nächstes, im nächsten Video, werde ich mich mit Präludium und Fuge in A-Dur, ebenfalls aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach, beschäftigen. Das hatte ich ja schon im Verlauf dieses Videos ein bisschen verraten. Wer möchte, darf diesen Kanal mit einer Spende über PayPal unterstützen. Unterhalb in der Videobeschreibung finden Sie mein Konto verlinkt. Dort finden Sie ebenfalls ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, mit dem Sie durch dieses Video navigieren können. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.